Und er organisiert die Verteilung vor Rüstungsfabriken, vor Kasernen und Casinos. Wehrmachtsangehörige bekommen noch andere Aufgaben. Sie liefern den Resistance-Kämpfern Waffen. Und eines Tages wurde der Leiter unserer Gruppe, mein Kamerad Hans Heisel, angesprochen, eine Pistole zu besorgen. Dringend, von heute auf morgen. Und der wusste ja nicht zu helfen. Nicht? Wie? Es gab Gelegenheiten, wo die Waffenträger ihren Koppel abhängten. Der eine ging hin, nicht? Legte, hing seinen Koppel ohne Pistole ran, nicht? Und nahm sich einen anderen, wo einer drin war, dran hing, nicht? Und sowas gab's schon, nicht? Aber das war in dem Augenblick nicht möglich. Ergo, stand nur die Frage für den Hans, musst deine Dienstpistole verlieren. Gerhard Leo wird in eine Transportkommandantur der Wehrmacht und SS in Toulouse eingeschleust. Von dort liefert er den französischen Untergrundkämpfern Informationen über Häftlings- und Rüstungstransporte. Nach Fahrplan schlägt die Resistance zu. Henny Dreyfus bekommt den Auftrag, Wehrmachtssoldaten für den Widerstand zu gewinnen. Wir gingen dann zwei junge Frauen, zum Beispiel in Kaufhaus oder im Park. Und da waren dann Soldaten, die wollten zum Beispiel was einkaufen, aber die sprachen kein Französisch. Und wie zufällig waren wir dann da und haben auch ganz freundlich gefragt, ob wir ihnen helfen sollen. Und dann hat man ihnen geholfen und dann haben die natürlich gefragt, ob wir mit ihnen spazieren gehen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir gehen ein Stück mit ihnen spazieren. Aber uns ging es natürlich nicht um ihre schönen oder nicht schönen Augen, sondern wir wollten ja politische Gespräche mit ihnen führen. Und wenn es ganz blöde Kerle waren, haben wir sie laufen lassen, ganz schnell. Das merkte man ja schon. Und das war eine Möglichkeit, über die wir versucht haben, also Denkanstöße zu geben. Und auch innerhalb der Wehrmacht also Widerstandsgruppen aufzubauen. Meiner Ansicht nach war das ganz schön mutig. Denn gegen sein eigenes Land zu kämpfen, das ist schwer. Aber ich sage es nochmal, sehr, sehr mutig. Eine ziemlich besondere Entscheidung. Es waren nicht viele, also ich persönlich habe nicht viele gekannt, aber diejenigen, die das getan haben, Hut ab. Wer für den Widerstand arbeitet, lebt in ständiger Bedrohung durch die Gestapo. Im Sommer 1942 versteckt Peter Gingold seinen Bruder Leo vor Razzien in seiner Wohnung. Dort glaubt er ihnen Sicherheit. Doch die Gestapo greift zu. Leo und auch seine Schwester Dora werden vom Sammellager Paris-Drancy nach Auschwitz deportiert und ermordet. Mein Bruder ist in einer solchen Situation verhaftet, dass ich mein ganzes Leben nicht mehr überwinden kann. Ich habe ihn den Tod gebracht und er hat mir mein Leben gerettet. Er war mein Bruder, mit dem ich mit am engsten verbunden war, mit dem wir so viel Gemeinsames hatten. Leo erscheint mir, wie heißt Gott, oft in meinen Träumen. Und wenn er in meinen Träumen erscheint, dann bin ich immer glücklich, dass du ja da bist, du lebst ja noch, du bist ja wieder bei uns. Ne? Da bin ich so glücklich während dem Traum, wenn ich meinen Bruder wieder sehe. Wie traurig, wenn ich dann aufwache.
Musée de la Shoah in Paris. Mehr als 75.000 Namen sind hier im Hof verewigt. Die meisten der aus Frankreich deportierten Juden wurden in den Vernichtungslagern im Osten von den Deutschen ermordet. Nach der Verhaftung seiner Geschwister Leo und Dora ist nun auch Peter Gingold im Visier der Gestapo. Französische Geheimpolizei ist auf der Spur des deutschen Resistance-Mitglieds. Ich bin dann gewarnt worden, nicht mehr zurückzukehren, du bist jetzt gefährdet. Macht er aber diese Dummheit, dass ich sagte, ich fahre doch nur einmal zurück, weil ich überzeugt war, an dem mein Arbeitsplatz in Zentral gekommen. Denn das, da war mir viel zu sicher. Hol mir nur meine Unterlagen, Schreibmaschine. Die hatten Tag und Nacht in dieser Zeit auf mich gewartet. 10 Tage hatten die mit den Deutschen kollaborierenden Beamten auf Peter Gingold gewartet. In der Wohnung hatten sie genügend Belastungsmaterial gefunden, darunter Fotos von ihm und sämtliche Flugblätter. Peter Gingold wird überwältigt und nach Paris gebracht. In der Gestapo-Zentrale in der Rue de Saussay wird er verhört und gefoltert. Bei einem Lokaltermin mit der Gestapo nahe der elterlichen Wohnung gelingt Peter Gingold die Flucht durch eine schwere Holztür. Als ich die Tür zugeschlagen habe, stand durch den Flur gerannt. Ich wusste, ich renne jetzt um mein Leben. Bin dann aus dieser Tür heraus und dann die Straße rechts entlang gelaufen. Diese Tür hat mir mein Leben gerettet. Ohne die Tür wäre ich heute nicht mehr da. Denn ich war ja zu Tode verurteilt, die Hinrichtung stand mit Sicherheit da vor mir wie das Amen der Kirchen. Peter Gingold verändert sein Aussehen. Mit neuer Identität arbeitet er wieder in der Resistance. Überall in Frankreich, in fast jedem Ort sind sie zu finden. Kleine Resistance-Museen, liebevoll von ehemaligen Kämpfern entworfen und aufgebaut. In diesen Ausstellungen erfährt die Resistance ihre angemessene Würdigung. Der Mythos, die Geschichte der Widerstandsbewegung, lebt auch in den jüngeren Generationen weiter. Anfang 1944. An allen Fronten steht die deutsche Wehrmacht unter Druck. In Frankreich wirft die schlecht ausgerüstete, aber hochmotivierte Resistance alle Kräfte in den Kampf und versetzt den deutschen Besatzungstruppen empfindliche Schläge auf ihren Nachschubwegen. Gerhard Leo, der der Resistance Fahrpläne verraten hat, wird Anfang 1944 verhaftet. Er soll nach Paris gebracht werden, aber der Zug wird von der Resistance überfallen. Leo Gerhard